Habt ihr mich schon mal live ausrasten sehen? So richtig am Zeiger drehen sehen? Das könnte bei einer Adventure Map irgendwann mal passieren. Wenn ich hier, wo dann? Och, das gibt doch nicht. Ja, ja, der Weg ist zu weit, dass ich da hinsprinten könnte noch. Aber ich glaube, wir können ja, wir müssen ja nicht. Wir müssen ja nicht. Moment. Ja, das mit dem Lava-Wasserfall ist hier eine blöde Idee. Da kommt man nur ganz knapp dann daran vorbei. Aber ich weiß, ihr wolltet es mir richtig schwer machen und ihr wollt mich leiden sehen, ihr wollt mich feuern sehen. Ihr wollt sehen, wie Keltorio verbrennt. Aha, jetzt weiß ich, wie ihr über mich denkt. Schönen Dank auch. Also dich lade ich nicht zum Kaffee trinken mal ein. Der Zocker hier. Aua, nein, nein, aua, voll im Lava-Wasserfall hier. Ich will doch keine heiße Dusche nehmen. Ich mag es lieber kalt jetzt. Hier ist mir allgemein ziemlich warm. Gerade jetzt beim Wetter hier, was wir draußen auch zurzeit haben. So warmes, schwüles Wetter. Hier ist nebenbei das Fenster auf in meinem Zimmer, aber trotzdem schwitzt man sich einen ab. Das ist dieses komische, drückende, nasse Wetter. Werdet ihr sicherlich auch haben oder kennen. Auf jeden Fall ist man da froh, wenn es ein bisschen kühler ist. Im Winter regt man sich wieder auf, weil es zu kalt ist. Und im Sommer, weil es zu heiß ist. Und im Herbst, der ist meist viel zu kurz, weil es meist keinen Frühling und Herbst mehr gibt. Es geht meist direkt über von Sommer in Winter und von Winter in Sommer. So sind ja heutzutage die Jahreszeiten. Hat sich ja alles verschoben und verlegt. So eine Schweinerei auch. Komme ich schon in die Kiste? Da muss ich nicht noch einen Nein, ich bin doch ein Volltrottel. Ach. Ja, natürlich. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich wollte schleichen und dann noch eine andere Aktion machen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Zwei Aktionen gleichzeitig. Und während ich brenne, versuche ich mal hier den Weg zu meistern. Okay, hier warte ich jetzt ab, bis ich darüber springe. Weil wenn ich so wackel, dann ist das ein bisschen ungewiss, wie es endet. So, jetzt aber. Ach, zu kurz gesprungen wieder. Jetzt habe ich es versemmelt. Ich habe es versemmelt. Punktestand 0. Klasse. Ja, die Diamanten, die sind ja in Sicherheit gebracht. Von dem her... Och, nee. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig. Bleib ruhig. Ach, nicht aus... Ach, das fühlt sich so an, als ob mir jemand immer an die Seite tritt. Wie Seitenstechen, so eine Art. Bloß, dass mir jemand mit einem... reinhaut. Ach, jetzt ist aber gut hier. Diese aggressive Lava aber auch, ne? So, ups, oh, das war knapp. Oh, nein, 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 nicht zu weit, nicht zu weit. Ist ja gut, so, jetzt haben wir es schon geschafft. Also, wenn wir hier oben stehen, haben wir es bis dahin zumindest schon mal geschafft. Weil auch wenn wir jetzt davor reinfallen, wir können uns dann immer noch da hoch retten. Das ist nicht so weit wie von da bis dahin. So, jetzt, hopp, okay. Und hopp, gut, wir haben es geschafft, ich habe es doch gesagt. So, hopp. Können wir nicht schon daran irgendwie? Ja, doch, perfekt. Da muss ich nicht noch einen Sprung hinlegen. Jetzt wäre es doch gescheit. Ah, nee, da ist auch noch eine Kiste. Ich wollte schon gleich dahin springen, aber da die Kiste auch noch da ist und die möchte ja auch geholt werden. Ach, nee, jetzt bin ich noch zu blöd zum Leitern klettern. So, schön langsam. Und da oben waren wir ja schon drin. Da hat mir ja die Diamanten und die Hose rausgeholt. So, Moment mal kurz. Muss mal kurz husten. So, ein kleines Hüstelein. Okay, jetzt haben wir es hier ja geschafft. Gut, 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 gut. Zack. Okay, sehr gut. Oh, das sieht ja sehr schön angeordnet hier, die Punkte. Was sich noch richtig Mühe geben. Oh, so jetzt 10 Punkte haben wir schon. Und jetzt, wenn wir in die Lava fallen, das ist natürlich äußerst ärgerlich. Hopp, okay. Aber immer sichere Sprünge jetzt hinlegen. Perfekt, perfekt. Okay, jetzt klettern wir hier über die Leitern rüber. Zack, fallen hier runter. Und jetzt gehen wir schnell hier hin, bevor hier wieder was anfängt zu brennen. Zack, wieder 2 Punkte. Leute, wir sind im nächsten Raum und hier ist Glas. Die Lava kann uns nix. Sie kann uns nix. Ach ja, und hier ist ein Wassereimer zum Löschen. Ist das hier wieder ein Checkpoint oder was?
Ich denke mal ja, sonst würde diese Güterlore nicht dastehen. Hier haben wir 5 Äpfel. Was ist das? Eis. So, können wir... Ah, perfekt, es ist gerade Nacht. Wir können sogar schlafen und speichern hier. Perfekter geht's ja nicht, oder? So, hier waren Äpfel drin. Das heißt... Was ist denn da oben eigentlich? Okay, da kann man irgendwo runterfallen. Nein, jetzt habe ich die Lore schon weggeschickt. Das ist doch bestimmt unsere Lore, oder? Nein! Ah ja, seht ihr, da ist unser ganzes Zeug drin. Die ist hier angekommen, das müssen wir im Prinzip wieder hier rausnehmen. Hatte ich mir jetzt nämlich schon fast gedacht, weil hier kein Hebel und sowas ist, um die abzufahren. Dachte ich mir, das muss unsere Lore sein. Unsere gute Lore. So, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mir hier mal das zumindest... Ach so, das kann man ja nicht direkt mit Shift-Klick anziehen. Sondern nur so haben wir feinstes Kuhleder uns umgebunden. Und dann, was ist das eigentlich? Ach so, hier kann man nur ein bisschen planschen gehen. Oh, ah nee, das wird bestimmt von da oben sein, wenn man hier reinfällt, dass man nicht verreckt. Gut zu wissen. Okay, die Tür ist also schon auf. Gehen wir mal hier rein. Was ist denn hier? Och, Leute. Ihr wollt mich doch verarschen, oder was? Da soll ich jetzt hochspringen? Ach, du meine Güte. Okay, gut. Das, ja, klar, natürlich. Das ist auch noch Eis, wo man hin und her rutscht. Macht es mir doppelt so schwer. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich rutsche hier. Ich rutsche. Ja. Ich bin... Aua. Ja, wenn ich mir hier schon das Bein breche, geht's ja gut los. Ich bin kein gelernter Schlittschuhfahrer. Und ich hatte das... Ja, wann hatte ich denn Schlittschuh gefahren? In der Schulzeit war das noch... Da bin ich mal Schlittschuh... Ah, da muss ich rennen. Da bin ich mal Schlittschuh gefahren. Das war aber bei einem Schulevent. Ich glaube, das war auch noch in der Grundschule. Da sind wir mal Schlittschuh gefahren. Das war auch zu der Zeit, wo... wo wir angefangen haben in der Grundschule mit so einem Polizeikurs, wo man richtig hat gelernt Fahrradfahren und so weiter, weil man ist ja ein bisschen dumm sozusagen und Fahrradfahren muss man ja erstmal lernen, die Verkehrsregeln, deswegen macht die Polizei da ab und zu mal so eine Art Event, was wir in der Grundschule hatten, wo ich dann mein Fahrradwimpel oder was das war bekommen habe, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das genannt hat, hat der ein oder andere vielleicht von euch auch bereits hinter sich. So, hier sind wieder 2 Punkte. Boah, also diesen Weg, den ich jetzt hier zurückgelegt habe, das ist schon Rekord für mich und ich muss da ganz hoch. Oh mein Gott, ich hoffe nur, irgendwo da oben stehen Betten, dass ich zwischensafen kann. Okay, das hier müsste ein normaler Sprung ausreichen. Da brauche ich jetzt wieder Anlauf. Boah. Okay. Ich bin gespannt. Ich glaube, jetzt springe ich gleich darüber, bevor ich jetzt da und da. Das müsste ich hinkriegen, weil das ist auch 2 Blöcke breit da hinten. Na, nicht runterfallen. No! Okay. Ich habe mir das Bein gebrochen. Das gibt's doch nicht. So, gehen wir hier hin. Schaffe ich eigentlich nicht 2 Blöcke mit einem Sprung? Doch, 2 Blöcke gehen mit einem Sprung normalen. Das heißt, darüber müsste ich jetzt auch eigentlich mit einem normalen Sprung kommen, ja. Weil dieser... Ach, ich wollte gerade sagen, weil dieser Rennsprung, der ist immer etwas unpräzise, etwas ungenau. Ach, es ist... Ach, jetzt habe ich mir hier irgendwie... Also irgendwie, wenn ich so viel Beinarbeit machen muss, mein Kopf kommt nicht hinterher. Das ist mir zu viel. Also jetzt mache ich doch wieder einen Rennsprung, an geeigneter Stelle einen Rennsprung. Ach, wieder das Bein gebrochen. Gibt's ja nicht. So, dann gehen wir hierher. So, oh. So, heute haben wir Sonntag nebenbei erwähnt. Sonntagabend, das heißt, ich muss morgen wieder arbeiten. Oh Mann. Ja, ich hätte gerne noch länger Wochenende, aber wer hatte das nicht gerne? Jeder hat gerne Wochenende. Aber ja, morgen ruft wieder die Arbeit. Bei euch bestimmt die Schule oder auch die Arbeit, je nachdem. Ich möchte ja nicht nur... Ach, jetzt habe ich nicht richtig die Tasten getroffen. Ich möchte ja nicht nur sagen, dass ich hier Kinder zu sehen habe, beziehungsweise Jugendliche, die noch in die Schule gehen. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Erwachsene unter euch, der morgen auch arbeiten muss.
So, wann müsst ihr denn eigentlich so aufstehen in der Regel? Wann habt ihr Schule? Wie ist das heute so? Ich bin ja mittlerweile schon grauhaarig und ja, bin schon ziemlich alt. Wenn man das Ganze jetzt etwas pessimistisch sieht. Aber eigentlich nicht. Ich bin eher ein Optimist, wie ein Pessimist. Ja, wie ist das bei euch heute so? Wann geht heute eigentlich die Schule los? Also bei mir damals vor gut 6 Jahren oder so, wo ich noch in die Schule ging, da bin ich immer schön, ja, wann bin ich da aufgestanden? Ich glaube so um 7 rum aufgestanden, dann, nee, oder war das schon früher? Ging die Schule, glaubt ihr mir, ich weiß schon nicht mehr mal, wann die Schule anfangen. Ich glaube, die fing die um 8 an oder schon etwas früher? Ich weiß es gar nicht. Wann fängt sie bei euch an? Könnt ihr mir ja mal sagen, so. Beziehungsweise habt ihr Ferien oder wann sind Ferien? Wo wohnt ihr? Wie ist eure Anschrift, damit ich eure zukünftigen Autos mal klauen kann, soweit ihr 18 seid? Wie ist eure Telefonnummer, damit ich euch irgendwelche Anrufe schicken kann und euch auf den Zeiger gehen kann? Natürlich nicht, sowas würde ich niemals machen. So, also jetzt vorsichtig sein, das ist der Sprung, den wir vorhin versaut hatten. Och nee, jetzt hör mir doch einer auf hier. Da laust doch den Affen samt Pelz hier. So, letztes Mal hat mir schon jemand gesagt, er fand den einen Spruch so cool, da schüttelt's den Hund samt Hütte. Kennt ihr den wirklich nicht? Bin ich der Einzige, der diesen Spruch kennt? Der stammt nämlich eigentlich gar nicht von mir, sondern den habe ich auch nur irgendwo mal aufgeschnappt. Vom Freund meiner Mom habe ich den mal aufgeschnappt. Aber kann sein, da er auch schon etwas ältere Generation ist. Zumindest ältere Generation wie ich. Dass der Spruch von damals stammt oder auch nicht. Vielleicht kennt ihr ihn ja auch. So. Na, sehr gut. Und jetzt wieder hier. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Den können wir mit einem normalen Sprung hinbekommen. Den auch. So, das ist natürlich alles ganz schwer hier. So. Volle Konzentration hier bei mir, ihr merkt's schon. Wow. Heiliger Klabautermann und Weihnachtsmann und KKG. Kennt ihr eigentlich auch Weihnachtsmann und KKG? Habe ich übrigens auch immer geguckt. Das ist eine Trickfilmserie, die ist ganz lustig. Ach so, ich nehme an. Ah nee, das sehe ich ja gerade. Das ist Glas da. Man könnte sich bestimmt da hochcheaten, indem man hochschwimmt, oder? Aber ihr habt ja gesagt, ihr wollt keine Cheats von dem großen. Wobei groß ja auch immer relativ gesehen ist, von dem großen Kelturio sehen. Egal wie lange es dauert, ich soll das richtig machen. Habt ihr so gesagt. Und wenn es mir zu viel wird oder ich sage, oh, jetzt bin ich jetzt die Konzentration am After, dann mache ich halt meine Aufnahmepause. Kommen wir da hoch, ja. So. Okay, das sind 2 Blöcke, das heißt, da reicht ein normaler Sprung aus. Okay, das sind auch 2 Blöcke. Boah, jetzt sind wir schon weit. Also jetzt müsst ihr mich mal loben. Jetzt will ich einen Keks von euch. Also das ist schon mal Rekord hier. So, jetzt muss ich wieder darüber. Mache ich das mit einem Doppelsprung oder mit einem einfachen? Ah, ein einfacher hat gereicht. Och nee, kommt hier. Jetzt muss ich um die Ecke springen auch noch, oder was? Das bedeutet mein Tod. Wobei, sollte ich vielleicht von da darüber? Nee, das geht erst recht nicht gut. Nee, ich muss hier um die Ecke springen. Ach du Heimatland. Ach du Heimatland. Ja, ich bin der Größte. Ich bin der Größte. So, jetzt kommen wir darüber. Das sind auch 2 Blöcke. Das sollte ich mit einem einfachen Sprung hinkriegen. Und alles Glatteis natürlich. Ich gehe hier drauf. Wie will ich denn um die Ecke springen? Bitte, bitte schön. Wie geht das denn? Ach du. Es ist vor 2. Boden, ich komme gleich zu dir runter. Oder kann man da? Nee, bis dahin schaffe ich das nicht. Bis dahin schaffe ich das aber auch nicht. Das ist ja noch weiter wie der da, ein Block. Ich probiere es mal auf den da zu springen.
Das könnte ins Auge gehen oder in die Hose, je nachdem. Ah, ich slide hier ein bisschen. Ich bin hier ein bisschen rutschig unterwegs. Oh, nein. Okay. Es ist doch... Ach, Mann, das ist... Ach ja, Spitzenklasse. Verdammte Scheiße, wie geht das denn? Vielleicht sollte ich das Ganze nicht so vorsichtig angehen. Vielleicht sollte ich hier einfach schneller langspringen. So. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht habe ich nur die falsche Technik. Ich weiß es natürlich nicht. So, Sprung-Adventure-Maps wolltet ihr ja immer von mir sehen. Na toll, jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr den Salat. Kleiner Koppel, großer Koppel. Ach ja. Halten sich jetzt manche von euch schon die Ohren zu? Denkt ihr euch jetzt, nein, es singt wieder. Ja genau, ich muss ja nicht singen. Ihr könnt euch ja meinen Minecraft-Koppelsong auch so ansehen. Den ich auch als Video auf YouTube habe. So. Ach, ich wollte hier mal eine schöne Kombo hinlegen, damit es schneller geht. Es klappt schon, wenn man den Dreh raus hat. Aber ich habe ihn noch nicht ganz raus. Von dem her, okay, da kann ich jetzt nicht hochspringen. Probieren wir es hier nochmal. So, können wir hier drin? Ja, okay, es wird Nacht. Ich schlafe mal hier drin, dann sehen wir vielleicht auch ein bisschen mehr. So, schlaf. Ich sollte vielleicht ein Schlaflied rausbringen. Kleiner Schlaf, großer. Immer der gleiche Songtext, nur mit anderen Wörtern einfügen. Oder man macht gleich so einen Universalsong, wo dann steht, hier bitte Wort einfügen. Und dann kann jeder seinen eigenen Song draus remixen. So. Ui, Glatteis. Rutschgefahr. Ach nein, das war so schön gerade. Bin ich wieder zurückgerutscht natürlich. Ui. Na, das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts. Gut. So. Und jetzt aber hier. Au, mein Bein. Das gibt's doch nicht. Ja, und ihr seht, ich bin immer noch gechillt, nicht wahr? Ich raste nicht aus. Ich glaube, bei sowas braucht man auch Ruhe. Wenn man da ausrastet, wird das nix. Dann wird das Dreck. Oh, es wird aber auch so Dreck bei mir zumindest. Ja, wie viel Mal habe ich das jetzt eigentlich schon probiert? Schon über 10 Mal? Ich weiß es gar nicht. Ihr könnt ja so einen Kelturio-Fail-Counter irgendwo einrichten. Und zählen, wie viel Mal ich hier gefailt bin. Das wäre auch mal interessant. Aber ich glaube, ich will es lieber nicht wissen. Die Zahl ist immens groß. Ach, wieso bin ich denn jetzt da nicht hochgekommen? Das war doch auch ein normaler Sprung. Ja, wenn das wenigstens hier normale Blöcke wären, aber die sind ja auch noch aus Eis. Ihr müsst ja bedenken, das ist ja für mich dann doppelt so schwer. So, was für euch einfach ist. Übrigens, 000, The Zocker, du, der diese Map gebaut hast. Hast du das hier übrigens auch selbst geschafft und ausprobiert? Würde mich jetzt mal interessieren. Weil nicht, dass ihr hier was hinbaut und sagt, der Kelturio muss das schaffen, ob es ich schaffe, ist mir Wurst. Ach schon, Mann. Und ich habe natürlich jetzt auch keinen Flugmod oder sowas, wo ich sagen kann, ich fliege da hoch. Das ist natürlich blöd. So, aber eine Adventure-Map muss ja nicht nur 2 Folgen lang gehen, sie kann ja auch ein bisschen länger gehen, dann spiele ich halt am nächsten Tag weiter oder je nachdem. Je nachdem, ich möchte euch hauptsächlich mit Abenteuerlust und Spaß versorgen und hat mir auch viele Kommentare geschrieben das letzte Mal bei der Adventure-Map, dass es euch doch völlig egal ist eigentlich, wie oft ich versage oder was ich spiele. Ach Mann, das Eis. Hauptsache die Unterhaltung stimmt. Mir wurde ja sogar schon gesagt, dass ihr meine Folgen, ich möchte das jetzt nicht auf alle beziehen, aber mir wurde gesagt, zumindest einer hat mir erzählt, dass er meine Folgen auch nachts beim Zu-Bett-Gehen anhört, nur weil meine Stimme beruhigend sein soll. Na, das ist ja mal auch ein Kompliment. Vielleicht sollte ich mich irgendwie als Seelenklempner mal bewerben. Das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Hier, ihr könnt Kelturio ab sofort in Nürnberg besuchen als Seelenklempner. Die Stunde 100 Euro, ich denke mal, das ist ganz günstig. Damit kann jeder leben. So, kommt drauf an, wie viele sich klempnern lassen wollen. So.
komme ich dann mit dem Schraubenschlüssel an und drehe euch das Knie um. Zumindest solchen Leuten, die hier solche Maps machen. Dann sehen sie mal, wie das ist. Och, Mann, der eine Sprung da ist echt unmöglich. Der ist unmöglich. Ja, das sagt der jetzt, der es schon einmal geschafft hat, nicht? Ich könnte ja sagen, es ist unmöglich, wenn ich es noch nicht geschafft habe, aber ich habe es eben schon mal geschafft. Dann ist es natürlich umso mehr ärgerlicher, dann wurmt einen das richtig, dass man es nicht mehr schafft. Es aber zu Anfang an schon geschafft hat.